Warum habe ich heute die heftigsten Geistererscheinungen, die ich jemals in diesem dreckigen Spiel hatte, und das dreimal hintereinander? Und bin trotzdem nicht umgebracht worden. Gott, wenn ihr das weitermacht, dann kriege ich Epilepsie. Oh. Das ist schon so aus, wie so ein Huhn. Wie so ein Huhn auf dem Maisfeld. Oh yeah, denn... Oh! Oh, oh mein Gott! Das okay. Okay, und so wurde ein das völlig normales... Oh. Hallo Alex. Das ist eine ganz neue Perspektive. Oh. Du hast Alex, schmeckt's? Ja? Oh, vielen Dank für das Kompliment. Achso, ich, dachte, bin Mann. Meine alten Plätzchen. Oh, gut. Ah, ja. Die alten Plätzchen. Wir sprechen immer über dasselbe. Immer geht's um die Plätzchen. Bam, bam. Daniel will Plätzchen backen. Warum bin ich immer der Erste, der hier alleine hockt und warten muss, bis alle es geschafft haben zu laden? Aber die laden eigentlich immer hier irgendwo. Psst. Jetzt war mal leise. Jetzt sind wir dann mal hier ganz, ganz leise. Machst du dich klein? Denkst du, man sieht dich da nicht? Ich dachte, ihr spawnt hier. Dann ist sie unter euch spawnen, damit ihr mich nicht seht. Ich wollte ein Geistererlebnis erschaffen. Okay. Hey, jetzt haben wir. Wer hat denn noch eine Kamera mitgenommen? Nein, für das soll ich. Ich hab noch eine Kamera mitgenommen. Jetzt haben wir vier. Ja, je mehr, desto besser. Wart, vier? Ja. Drei. Vier. Ja, und vier Kameras und drei Fotoapparate. Echt? Wir hatten die ganzen Kameras. Ja, ich hab die ganzen Kameras. Hörst du mir auch jemals zu? Ah, nee, du hast jetzt die Stative gestellt, jetzt. Daniel. Okay, warte mal, wir haben hier Daniel, Thomas Williams. Wir sollen ein Foto vom Geist machen. Was haben wir in letzter Video mit Foto? Fotografiere dreckiges Wasser, machen Kruzifix, sich heimzusuchen. Das haben wir noch nie hinbekommen. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der das geschafft hat. Ja, Kruzifix! Und halt... Wir haben zwei. Wir legen das jetzt einfach in Gang oder so. Erstmal müssen wir schauen, wo der Geist ist. Oh, guck mal, unser neuer Sensor. Zeig mal, der da. Ne, hier, der Chef. Das ist der Audiosensor, oder? Das in der Mitte ist der Audiosensor, das andere ist der Lichtsensor und das hier ist der neue Bewegungssensor. Wo sind wir überhaupt? Ah! Oh, wir sind in dem Haus. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Doch, das ist dasselbe Haus wie immer. Nee, das ist diesmal das Haus, wo du so gern gestorben bist. Ich sterbe in jedem Haus gern. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt nicht wirklich, ein Erkennungsmerkmal. Daniel, das ist dein Spezialkennmal, du stirbst überall. Ich will das aber nicht. Du hast aber da die magische Anziehungskraft für. Ich will auch nicht. Ja, leider. Daniel. Also ich würde auch gern irgendwann mal sterben, wenn ich nichts dabei habe. Ich hab Knochen gefunden. Schick, mach Foto. Hat er immer Klavier gespielt? Klavier hat sie gespielt, aber hier sind 11 Grad. Ich hab nichts gehört. Ich geh mal hin und schau in EMF. Sie hat eine Tasse umgeschmissen, die ist eindeutig hier irgendwo. Ja, EMF 3 hier. Aber ich habe 12 Grad. Daniel, fotografier mal jemand bitte die Kartasse am Boden. 10,8 Grad. Ich hab schon Foto gemacht. Hier müssen irgendwo die Grad sein. Ich habe noch nicht wirklich den Plan, wo es ist. Wo genau in diesem Raum? Oh, come on. Warum kann man das nicht einfach ablegen? Ich hol die Kamera für Geisterorbs.
Ah, warte mal, ich will hier einen Bewegungssensor aufhängen. Ich hol UV-Licht. Ich hol UV-Licht. Aber warte mal, ich leg das Buch noch hin. Ich hol beide Kameras sogar, dann kann ich eine auf irgendwo aufstellen und kann die andere hinstellen, schön. Daniel hat schon eine Kamera mit, kann das sein? Sag mir das doch einer. Aber die ist ganz schön aktiv. Ja, dachte ich mir auch gerade. Also die macht es uns einfach. Wie stelle ich denn die Kamera gleich noch auf? Mit F? Mit F, glaube ich, ja. Sehr schön. Ich hole noch eine Kamera. Und noch einen Sensor. Der Audio-Sound ist sehr laut. Audio-Sound ist weg. Noch null Aktivität. Kommt wieder jemand mit rein? Oder ist ja noch jemand drin? Ich bin schon drin. Gehst du mit oder? Ja, ja. Ich suche Fingerprints. Warte, ich mag noch hier einen aufstellen. Ich komme gleich wieder, gib mir eine Sekunde. Mag vielleicht noch jemand das Licht ausmachen, dann können wir Geister aufmachen. Warte, gib mir noch eine Sekunde, ich will Daniel, warte, ich will noch eine Kamera aufstellen, bitte. Ja, kein Spaß. Oh, Alex, schau dir das an, es ist wunderschön. Siehst du das EMF-Gerät? Geh mal weg! Ah, nee. Das... Hey, so nett zu mir. Was denn das? Du bist Alex. So. Warte, Alex, da... Oh, sorry, ich glaub, das bin ich. So, warte mal. Und Aktivität ist von 0 auf 4 gesprungen. Von 0 auf 4 gesprungen. Mach mal, wo waren hier das Licht? Oh Gott, ich gehe. Wartest du auf mich? Ja, ich bin hier. Pass auf, jetzt geht die Tür zu. Okay, sind draußen. Was sagen die Sensoren? Die Aktivität ist wieder auf 0. Der Audiosensor war an. Ach, guck mal, da siehst du sogar genau, wo der Bewegungssensor reagiert. Der rote Streifen. Mhm. Ach, cool. Okay. Ich habe insgesamt drei Kameras. Ich sehe keine. Doch, Geisterorb. Ich habe Geisterorb gesehen. Am Fenster. An den Vorhängen war er gerade. Warte mal, tu mal die andere Perspektive. Wir haben keine Fingerabdrücke. Das sind Geisterorbs, haben wir auf jeden Fall. Warte, will ich nochmal hier schauen, bitte. Lass uns mal die andere Seite auch noch konfirmieren. Ja, vielleicht sehen wir, ob der von irgendwo... Ja, Geisterorb eindeutig. Der ist gerade in der Tür rumgeschwebt. Im Gang, oder? Er war im Gang. Ich glaube, er war im Gang. Warte, schau mal hier. Habt ihr auch Buch schon ausgelegt? Ja, Buch ist ausgelegt, aber war noch nichts. Ja, ein Geisterorb, da ist er quer durchs Bild einmal. Ah, hier sieht man das sogar. Hier sieht sogar man das Buch sogar. Das hätte ich gerade gesagt. Wer stellt um? Das war gerade voll die gute... Also hier sieht man es auch perfekt. Ich liebe meine Kameras. Können wir noch mehr Kameras? Wie viele Wieso? Kameras? Ich find meine auch gut. Hier, schau dir meine Kameras perfekt auf. Das ist meine Kamera. Nein, hier, warte. Ich sehe es nicht, weil Alex vor mir steht. Entschuldigung. Da war sie. Da. Aktivität, Jungs. Oh, die war kurz mal ganz weit oben. War auf 9. Ja, wahrscheinlich, weil wir wie wild bei den Kameras rumgeschaltet haben. Ich finde die aber. Die finde ich cool, so direkt aufs Klavier. Ja, die ist creepy, als ob gleich was um die Ecke schaut. Ja, pass auf, jetzt kommt der Geist um die Ecke gelaufen. Die am besten, das sieht man am meisten. Man sieht leider den Tisch nicht. Andererseits sieht man halt da die Küche nicht. Deswegen habe ich nochmal genau die gegenüber aufgestellt. Eigentlich müsstest du es genau in die Garagentür stellen. Ja, was steht denn in der Garagentür? Die steht in der Garagentür. Jetzt. Also ich verstehe noch nicht so ganz meine Sensoren. Ich würde trotzdem auf die umschalten, die hier, damit wir den MF sehen. Ja, wir sehen halt kein Buch jetzt, das ist kacke, ne? Ja, aber du siehst, das ist ja egal, wir müssen sowieso wieder rein. Ja, wir müssen noch einmal Voicebox machen. Haben wir schon? Habe ich nicht gesehen. Warte mal, wie viele Kruzifixe haben wir? Bei. Ich gehe mal mit der Voicebox schnell. Okay, warte, auch alleine hat... oder kann man ja... Reagiert auf alleine. Er ist aktuell auf 6, er ist 6 aktuell. Auf der 6 ist er. Soll ich Salz ausstreuen?
Ja, Salzausschäumung auch schlau. Und vielleicht ausräuchern einmal. Aktivität auf 7 gestiegen. Bin auch gerade ins Haus gegangen. Wie heißt er denn? Aktivität auf 3. Der Name ist Thomas Williams. Aktivität auf 1. Er hat das Licht im, das Licht im Raum angemacht. Das ist Alex Taschen. Nee, das ist, das Licht ist komplett an jetzt im Raum. Das Deckenlicht ist an. Aktivität ist auf 0. Wer hat Foto gemacht? Ich versehentlich. Ah, da sehe ich euch beiden Schnuckelchen. Hallo. Sound ist ganz leise aktiv. Sound ist wieder weg. Aktivität bleibt auf 0. Reagiert er? Aktivität ist auf 1 gestiegen. EMF ist auf 2 gestiegen. Ich seh's. Und ich hab Türen gehört. Oh, Sound ist richtig laut jetzt. Er hat Sound gemacht, er macht richtig Sound gerade. Wir sind bei gerade bei 0,8 gewesen von 1. Aktivität bleibt auf 1, Aktivität auf 0 gesunken. Daniel? Ja? Kannst du den Licht... Oh, warte mal, Sound ist ganz weit oben. Sound ist wieder 0. Kannst du den Bewegungssensor mal unter den Audiosensor kleben? Nee, das machst du selber. Ich weiß nicht genau, wo was ist, oder ich hab's auch noch nie betätigt. Okay, warte, ich komm rein. Meine Hände sind noch voll. Also. Ja, dann lege ich's Kruzifix noch aus. Leider hat's nicht geklappt. Ich hab. Wartet ihr auf mich? Komm, komm, gehen wir nochmal gucken. Ja. Ich wollte im Journal was ein. Dann gehe ich kurz raus. Ah nee, du haben wir gar nicht, wir haben ja keine Voicebox. Machen wir alles vielleicht mit der Voicebox probieren oder so? Auf Wiedersehen. Ach, komm schon. Ich stehe mit Fotoapparat da. Aktivität ist auf 0, durchgehen. Daniel, warte mal. Der Typ... Die Aktivität ist gerade auf 4 gesprungen. Irgendwie macht der, ist der ganz komisch, der Geist. Die Aktivität ist gerade auf 9 gesprungen. Hm? Sensoren sind alle okay. EMF ist 4. Ja. Er war kurz, ist wieder auf 5 gesunken. Was hat der? Ja, EMF ist jetzt wieder runtergegangen. Witzig eigentlich, dass man das so schön beobachten kann. Genau deswegen habe ich die Kamera da platziert. Genau deswegen das Wichtigste für dich ist der EMF-Reader. Das ist dein Lebenswerk. Ja. Das ist mein Job. Und ich kann ihn nicht erledigen, wenn ich drin sitze. Weil ich kann nicht gleichzeitig fotografieren und EMF checken. Und ich brauche noch ein Geisterfoto. Das heißt, ich muss wieder rein. Leck mich doch. Ich komme noch mal kurz mit, weil ich würde mal gerne meine Sensoren umstellen, damit ich ihn reagieren höre. Gehen wir alle zusammen mal rein? Ich würde kurz Ja, wir machen. Sanity ist noch gut. Gehen wir rein? Ich bin hinter euch. Oh, Fußabdrücke. Oh, ich mach Foto. Ja, schneller. Gut, dann spare ich mir ein Foto. Er wird nicht ins Buch geschrieben. Vorsicht, ich habe jetzt den Sensor hier so gegen Richtung Küche mal aufgestellt. Oh, na Daniel. Ich glaube nicht, dass ein Unterschied macht. Doch, weil der hüpft da von A nach B immer. Der geht nicht fast nie vor die Tür. Der ist immer in seinem Raum unterwegs. Sound ist Ausschlag. Oh ja. Wie? Wir waren schon vorhin auf 8,0 oben. 0,8. Das hilft mir nicht, wenn wir den Geist nicht sehen.
Wir bräuchten insgesamt eigentlich zwei, in dem Raum allein schon zwei Bewegungssensoren, damit wir die ganze Bewegung abdecken. Das stimmt. Er hat sich bewegt, er ist durch den Bewegungssensor gegangen. Er geht durch den Bewegungssensor. Da schon wieder. Aber gesehen hat ihn keiner von. Nee, er schwebt da und durch. Nee. Also unsichtbar schwebt er durch. Aber relativ frequentiert. Ich frag mich, ob der Geist permanent anwesend ist, nur halt nicht sicher. Ja, ich glaube, der ist dauerhaft anwesend, deswegen der reagiert auch dauernd auf einen, auf jede Stimme, auf jedes Gespräch, was wir machen. Oder die, alles, was wir drinnen sagen, reagiert darauf. Wie heißt er denn noch gleich? Soll ich mal seinen Namen? Thomas Williams, den kannst du mal gerne rufen. Thomas Williams wird einmal gekauft. Er hat wieder reagiert auf den Sensor. Ich hätte den anderen Sensor auch genau da platzieren sollen. Den Fotosensor, der automatisch darauf reagiert. Das wäre gleich schlau, wenn ich alle keine Fingerabdrücke und kein Buch. Nee, absolut nichts. Ich glaube, der ist hinten beim Küchentisch. EMS ist Level 4. Level 4 und er ist auch Stufe 3. Sound ist bei 0,5. Wie ist er noch gleich? Thomas Williams. EMF ist wieder auf 1 und er ist auf 0. Wir bräuchten mehr Kameras und mehr Stative. Noch mehr. Sicher, wir tun die ganze Wohnung ausleuchten. Alles von hier drin regeln. Ich überlege gerade, wie das mit dem Kruzifix geht. Ich check's auch nicht. Hinschmeißen aber funktioniert selbst bei, ja irgendwie nicht. Selbst bei Gronkh und Pandora haben die das gleich ja noch nie geschafft. Also noch nie wissentlich. Ja, gut, ich habe da jetzt noch nicht, ich habe da jetzt halt aufgehört zu schauen. Ich habe da lange nicht mehr weitergeschaut. Ich bin gekommen bis Folge 19 oder so. Ja, ich habe jetzt die Folge angeschaut, wo Pandora die VR jetzt so aufzieht. Sanity liegt bei 79. Von unserer Sanity geht ja auch überhaupt nicht runter irgendwie. Irgendwie nicht. Der ist aber auch sehr sanfter Geist. Kann das sein, weil unsere Sanity wirklich langsam runtergeht? Ich weiß nicht, wollen wir noch mal. Wir waren ja bisher kaum im Haus. Wir haben ja die meiste Zeit. Wollen wir noch mal alle reingehen? Wollen wir noch mal alle zusammen reingehen? Ich würde nicht einen meiner Sensoren noch mal umstellen, aber der hüpft dauernd durch meinen Sensor durch. Ich nehme noch mal UV. Ich habe vergessen, mein Kruzifix hinzulegen. Er hat das Licht ausgemacht. Er hat mir gerade ins Ohr gehaucht. Ich habe vergessen, mein Kruzifix hinzulegen. Ich bin bei 3. Wir sind ready. Daniel steht bereit. Ja, ich bin bereit für Fotos. Sollen wir los? Los. Ja. Einsatz 7. Ja, ich such nochmal. Ich hab zwar schon geschaut, aber da war nichts. Ich hab nicht eine schon eine grobe Vermutung, wo er ist. Das Licht ist aus. Ah, das Licht ist aus. Drei Sensor sind sie jetzt übereinander, da wo er aktiv ist. Du darfst auch das Licht einschalten, wenn du Sachen umstellst. Passt schon. Besser. Oh. Jetzt ist die Temperatur auch gut gedroppt, ne? Achso. Wir sind bei 3.0. Ja, also aber sollte irgendwas passieren, dann wissen wir, dass der EMF-Reader eskaliert. Wir hören. Ja, nee, hier ist aber nichts. Absolut nichts. Ich will nochmal schauen, wie die Sensoren reagieren. Wir haben auch noch eine sehr hohe. Ja, es ist ganz komisch. Irgendwie, der zieht wenig ab. Auch, wir waren, ja, aber selbst im Vergleich zu der normalen Sanity, die wir verlieren, ist es viel zu wenig. Die weggeht. Ich bin ein schwacher Geist, ich weiß nicht, ob das damit was. Also, ich habe jetzt mal die Sensoren jetzt mal alle übereinander gestellt, wo er auch immer reagiert öfters. Oder eigentlich, wenn der Bewegungssensor ausschlägt, sollte der andere Sensor, der Licht macht, auch ausschlagen. Ich check nicht, wie das funktioniert, ey. Teilweise ist das Spiel für mich ein Rätsel. Entschuldigung, ich dachte,
Was ist? Ich hab Daniel ganz schon. Er hat den Bewegungssensor bewegt. Was passiert? Einfach durch mich durch. Meine zwei Sensoren reagieren. Bei mir reagieren auch gleich. Alle drei Sensoren reagieren sogar. Nee, das war der Sensor wahrscheinlich. Wenn du durchgehst, macht er Püpp. Nee, war schon geisterspezifisch. Huhu. Und jetzt? Und jetzt? Ja, was denn jetzt? Jetzt warten wir hier. Darauf, dass was passiert. Ich geh raus. Thomas Williams. Er bewegt sich schon wieder. Hörst du das im Hintergrund? Ich bin. Dann übernehme ich mal hier die Hast du Kruzifix hingelegt? Zweimal sogar. Thomas Williams. Ich glaube, man muss sie hinlegen, wenn er gerade aktiv, also wenn du gerade merkst, dass er nicht alle. Die Aktivität ist auf 0 und eure Sanity ist hoch. Thomas Williams. Was denn? Ah, jetzt ist sie auf 4 gesprungen. Ich weiß nicht, was ihr macht. Thomas Williams. Wir machen gar nichts. Wir stehen nur in der Tür. Thomas Williams. Ich fände ja mal deutsche Namen so. Herbert Grönemeyer. Sieglinde Friedrich. Er mag Hildegard. Die Aktivität ist wieder auf Hildegard. Oh Gott. Wie wir einen Schritt zurück machen. Wer traut sich an den Lichtschalter? Er geht down durch den. Ich finde es halt sogar. Du hörst die ganze Zeit. Büp, 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 büp. Ich glaube, die Sicherung ist draußen, ehrlich gesagt. Es ist halt was los, aber. Naja, das war es halt dann auch. Der ist mir zu ruhig. Das passiert nicht viel. Wobei die Aktivität war jetzt ein paar Mal ein bisschen höher, also 5 und 4. Ja, aber der macht denn. Licht flackert im Haus. Ja, der war kurz der Sound auch wieder an. Bewegungssensor hat er auch gerade nochmal ausgelöst. Ich geh mal rein. Oder nochmal hin zumindest, weil meine Sanity hier niedrig ist. Vielleicht zeigt er sich dann echt. Ach komm, ich tu nochmal schnell. Ich wollte noch räuchern. Das ist aber keine Quest. Ich glaube nicht, dass es eine Rolle spielt. Nö, aber ich find's witzig. EMF ist auf 4. Ah ja, wieder. Aktivität auf 4. Ich glaube, wir haben keinen EMF-5, ansonsten wäre schon eskaliert. Ich glaube auch, der spielt die ganze Zeit mit dem Lichtschalter. Der ist ein hobbyloser Geist, eindeutig. Ein Rastloser. Der freut sich, dass Besuch da. Der wedelt mit dem Schwanz. Ich weiß ja noch nicht, ob er weiblich oder männlich ist. Oh. Daniel! War die Konversation versaut. Du, ich habe nicht mal zugehört, ich weiß nicht, worum es gerade geht. Also gesagt, das ist so. Mit dem Schwanz und Daniel hat darauf gesagt, naja, kommt doch mal, ob es männlich oder weiblich ist. Naja, wir haben, ja. Außerdem Frauen, also es kommt drauf an, was für Frauen, aber es gibt ja auch Frauen, die trotzdem Schwänze haben, also, ne? Ja, du hast ja sonst auch noch den als Frau bezeichnen. Den Pony. Also, aber die wollen vielleicht als Frau bezeichnet werden, das muss man berücksichtigen. Also jetzt. Okay, Payback. Revenge. Gott sei Dank halten wir alle drei unsere Kameras rein. Alle drei? Ich habe nicht meine Kamera mit. Ich wedel mit dem Feuerzeug. I had the time of my life. And I never felt this way before. Ah. Die Aktivität ist auf 5 oder so. Mag die vielleicht singen nicht? Thomas Williams. Propaganda-Style. Thomas Williams. Aus.
Je später es wird, desto mehr stehen wir im Türrahmen, habe ich das Gefühl. Wir haben sterbendes Zebra. Mr. Anderson. Reinschleichen einfach hintereinander. William Anderson oder so. Also wenn er jetzt auf Null dann ist, dann wissen wir warum. Lichtflackern haben wir in der Küche. Aktivität ist gestiegen auf 4. Ich bin ja auch im Haus. Du bist einfach zu attraktiv für die Geister. EMF 5, wir haben EMF 5. Geisteraktivität war kurz auf 5 oben, wieder auf 0 und dann wieder auf 5 gesprungen, auf 4 gesprungen. Sicher, dass EMF 5 ist. Oh ja, es leuchtet bis rot. Immer noch. Anhalten 5, jetzt auf 1. Hey cool, dann können wir das schon mal einsparen. Also Phantom, Jin oder Shade? Ich bin für Phantom. Haben wir jetzt schon alles? Also Ghost Orbs haben wir, oder? Yep. Genau, wir haben Geister Orb und EMF 5. Er hat Shade das Licht ausgeschaltet. Er spielt mit dem Licht. Nee, okay, Phantom kann es nicht sein, sonst hätten unsere Sanity schon viel stärker sinken müssen. Ja, genau, wollte ich auch kurz sagen. Das ist noch die Geisterbox und das Geisterbuch. Jin würde ich auch nicht sagen, weil sonst hätte er uns schon länger angegriffen. Ist ein territorialer Geist. Ist wahrscheinlich der Shade. Es muss der Shade eigentlich sein. Shade bekannt, schüchterner Geist, das passt gut. Aber dann müsste er ins Buch schreiben. Dann legen wir das Buch nochmal um. Und zwar dorthin, wo der EMF-Reader ist. Ich möchte empfehlen, dass ihr beide dafür geht, weil meine Sanity ist am niedrigsten. Oder okay. Du nimmst Pillen. Also die Chance, dass wenn ich reingehe, dass er kommt, ist sehr hoch. Warte mal, ich mal kurz wissen, auf was der Shade reagiert. Nochmal. Lass mich kurz mal beim Shade was legen. Er wird nicht jagen, wenn wir zusammen sind, Daniel. Also wenn wir zu dritt gehen, wird er auf jeden Fall nicht jagen auch. Ja. Okay, dann gehen wir rein. Werden wir sehen. Also bleiben wir am besten auch wirklich nah beieinander in dem Fall. Wird ich nicht schon von dem Shade auf genau diese Art und Weise getötet? Nee, ich glaube, du bist weggelaufen. Hi. Geblitzelt. Leg das Geisterbuch mal mehr dorthin, wo der EMF-Reader ist. Dahinter vielleicht. Und nicht den EMF-Reader umhauen, bitte. Was für ein Handy war das? Meinst du? Ja. Okay, gehen wir wieder raus. Licht aus. Also mein Handy war es nicht, aber ich schätze mal, dass es sein Handy war. Ich krieg's nicht aus, das Licht, scheiße. Ja, dann... Okay. Warte kurz. Er greift eh nicht an, wenn wir alle da sind. Schreib in das Buch! William, schreib ins Buch! Genau, schreib. Alter, das war instant auf 5, ne? Als wir drin waren. Ah. Der freut sich. Der freut sich über das Buch. Der will, dass wir. Der hechelt. Das ist notgeil. Nee, das ist. Nee, warte mal, das ist was anderes. Dreier wieder? Also ich sehe nicht wirklich, ob das Buch was ist oder nicht. Also ist wieder bei 2. Ja, Daniel steht auch in der Tür. Daniel. Ich will eine Kamera auf dich. Das ist der Geist ob. Hui! Schaut so putzig aus, wenn sie so fliegen. Siehst du das schön, wie siehst du wieder? Zwischendurch fliegt er wieder. Nee, jetzt gerade nicht. Ah, jetzt im Gang ist einer. Ich finde am geilsten, wenn er so... Gang auf und Gang ab. Weißt du, wir konzentrieren uns auch gar nicht mehr aufs Ziel, aber... So wie Glühwürmchen. Ja, wir müssen eigentlich noch alles machen. Dreckiges Wasser, aber das geht erst, wenn er wütend genug ist. Sonst lässt ja, der muss einmal das Wasser einlassen, dann hören wir es eh, wenn es fließt. Das habe ich bis jetzt noch nicht gehört. Aber jetzt ist... Fünfer. Wir haben Stufe 5 durchgehend, nee, jetzt auf Stufe 0 wieder gesunken. Ja, ich bin auch raus.
Ja, nur noch ich sehe ihn. Oh mein Gott. Wo? Warte. Ja, geh mal weg. Geh mal weg. Geh doch mal weg. Um Gottes Willen. Da hinten in der Ecke saß der gerade. Ich hab nichts gesehen. Er hat schon wieder ausgelöst. Das Licht an ist. Bei mir war der hinterm Esstisch war auf einmal so ein kleiner Kopf zu sehen. Das ist ein Kind. Ne, oder wieder so ein Goblin. So, den haben wir noch nie gesehen. Doch, den haben wir schon einmal gesehen. Auch in diesem Haus, bloß da war der im... Ne, das war im anderen Haus wie davor. Im selben Raum, im Raum, wo wir davor waren, in dem Gang, der Ganggeist, den wir am Ende entdeckt haben. Wo ihr drin wart und er um die Ecke geschlichen ist. Das hilft uns nur nichts fürs Foto. Er und seine Fotos, der ist so... Also, Daniel ist so voll der fotogeile Typ. Ja, aber wieso? Das ist unsere Aufgabe momentan. Oder? Also, weißt du, was witzig ist? Ich glaube, wir haben schon die perfekte Aufteilung insgesamt. Daniel ist der Fototyp, ich bin der Techniktyp und Alex ist so Allrounder andersrum. Ja, dass wir alle mal reingehen und naja, so aber ist, ein bisschen aber senken. Ist doch so, weil Daniel will und unbedingt deine Fotos immer suchen. Ja, das hören wir doch, Daniel. Wenn es plätschert, dann hören wir es. Ja, aber wir waren noch gar nicht im oberen Stockwerk. Das würden wir aber auch von unten hören. Das weiß ich nicht, glaube ich auch nicht. Doch, ist aber so. Wenn wir jetzt durchgehen und was finden... Wir können ja nochmal... Wir können ja alle drei gehen. Ich werde gerade auf 5. Von außen schaut es echt schön aus. Eigentlich ja. Kelly Family Gebäude. Warum liegt hier vorne ein Kruzifix? Ich habe versucht, ob man das aufnehmen muss und dann hinwerfen muss, wenn er kommt. Aber irgendwie. Das soll ja nicht beschwören, dass er kommt. Warum stehen wir jetzt eigentlich alle wieder nicht? Weiß ich nicht. Ich hoffe, wir nicht kurz gesehen zu haben, aber das war wahrscheinlich euer Schatten. Das können aber warte, ich kann mich ja eh hören. Ja, kommt ihr jetzt mal hinterher? Ja, ich bin da. Also wir wissen eh, wenn er uns angreift, dann ist es eindeutig kein Shade. Raphael, hast du die Tür zugemacht hinter dir? Weil ich konnte die Tür nicht mehr aufmachen. Was? Nee, dann war wahrscheinlich hat er nochmal zugemacht, weil ich habe sie dann wieder einen Spalt aufgemacht eigentlich. Also ich habe nichts gehört, keinen Herzschlag. Alter, habt ihr den gesehen? Passiert. Ja, nein. Ich hatte Herzschlag, er stand vor mir und ich wollte ein Foto machen, aber er hat so geblinkt. Der war wieder, bei mir stand der da und hat dann den Kopf zu mir gedreht und so. Warum habe ich heute die heftigsten Geistererscheinungen, die ich jemals in diesem dreckigen Spiel hatte und das dreimal hintereinander? Und bin trotzdem nicht umgebracht worden. Alter, weißt du, es wäre schon schlimm gewesen, wenn er da stand, weil das war so ein richtig alter Typ. Mit so irgendeinem komischen Hämmer in der Hand oder was das war. Aber nein, er dreht noch seinen Kopf. Bei mir stand er so ganz gemütlich da und ich krieg erstmal einen Herzinfarkt. Und weißt du, normalerweise guckt er nicht um, aber dann dreht sich nur der Kopf zu mir. Also ich hab eine Interaktion fotografiert, da wo er stand. Cool. Aber... Warum steigt die Aktivität schon wieder? Warum steigt die Aktivität auf 8? Ist cool, denn das Foto. Schauen wir mal, ob das Geisterbuch bestätigt ist. 10! 10er Aktivität, 10er Aktivität, 10er Aktivität, 10er Aktivität. Ist das was? Der Typ heißt Thomas Williams. Aktivität ist auf 8 gesunken. Ist 4 gesunken. Welche 30% Sanity, die bleibt nicht lang. 2. Licht im ganzen Haus. Also ich würde sagen, es ist ein Shade. Eigentlich schon fix.
Lichter sind theoretisch an. Wie ist die Aktivität? Ist auf null fast. Null gesunken mittlerweile. Aber wie gesagt, sobald ich reingehe, wird es explodieren. Oder ist die Sicherung geflogen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Oder die Sicherung... Nee, ist nicht geflogen. Nee, war noch dunkel. Naja, dann... Okay, oder? Was ist denn überhaupt? Ich bin hinter dir. Aber er hat noch nie gejagt, wenn wir zusammengeblieben sind. Das muss eindeutig ein Shade sein. Also Buch ist immer noch leer. Was bräuchten wir denn eigentlich für ein Shade? Bleiben wir zusammen, bitte. Ist nicht da, er ist nicht da. Kannst du mich mal mit, er ist nicht zusammen, bitte, aber mich lass du alleine. Warum drehst du mal um? Wir gehen gesammelt zurück und der Einzige, der umdreht, bist du. Ja, dafür habe ich nicht gesagt, dass er nicht da ist. Das war ich nicht. Und die Tür ist verschlossen. Er jagt. Haltet eure Kameras bereit. Jo. Boah, ich hör ihn. Habe ich gesehen, er ist zur Tür gegangen. Williams. Thomas Williams. Aktivität ist auf null. Geisterstunde ist vorbei. Ja, bis Darlene wieder zur Tür geht. Nee, es war genau noch einer Person, es ist eindeutig ein Shade. Es war nicht nur einer im Gebäude, das war Daniel, als er die kurz reingegangen ist. Und instant hat er gejagt, wenn nur eine Person da ist. Ja, aber das wissen wir ja schon. Es geht ja momentan darum, ein Foto zu kriegen, oder? Oder warum, wenn wir wissen, dass ein Shade ist, woher... Oh, schau mal, wir haben es mit Kruzifix geschafft. Kruzifix hat funktioniert. Wie? Aber welches? Wie? Wir haben nichts gemacht. Ja, das ist... Die Aktivität ist wieder relativ hoch. Oh ja. Weißt du, hätte ich jetzt nicht so Schiss, weil der Typ echt eklig ausschaut, würde ich sagen, guck mal, ob's Wasser läuft. EMF ist an. Warte, ich schau schnell nach, welche Stufe. Ist wieder auf. Und der hat mir jetzt Sorgen. Der hat dich echt das gerne. Bitte Frage, was brauche ich mal für den Shade noch? Geisterbuch. Ich glaube, Geisterbuch. Kann es einfach sein, dass wir zu blöd sind, zu platzieren, wo es genau sein muss? Tür ist wieder zu, Tür ist wieder zu. Also, Thomas Williams! Die Tür ist zu. Er ist immer noch Stufe 10. Er ist auch nicht in seinem Raum. Wo ist der? Immer noch verschlossen. Die Tür ist wieder offen. Alter, was ist denn der jetzt so aggressiv? Das ist mir auch voll. Nee, ich bin fast bei 0%. Aber jetzt war doch keiner im Gebäude drin. Doch, ich war ganz kurz im Schritt. Die Aktivität ist übrigens wieder relativ hoch momentan. Ich glaube, der ist hinten was umgeschmissen. Ne, der ist auch gerade durch den Sensor durch. Ah, es geht schon wieder zu, schau mal. Die Tür weil geht ich sofort kurz zu drin bin immer. Ja. Macht eure Taschenlampen aus. Das spiegelt sonst. Ich hab meine aus. Raphael, schau mal im Van. Jo, ich geh Van. Er ist vorbei. Können wir es nochmal triggern? Ich versuche mal mit einer anderen Kamera. Vielleicht ist er im Gang immer. Er hat gerade das Geisterbuch rumgeworfen. EMF ist an. Stufe 3. Ich schau mal, ob ich das Geisterbuch erkennen kann. Geisterbuch ist leer, er hat es rumgeworfen.
Da war er gerade, da war er gerade. Ist over. Alter Daniel, weißt du, wie der ausschaut? Nee. Wie ein Urukai. Echt? Oh Gott. Ja, der hat genauso, weißt du, eine dieser langen Dinger, so schaut's aus. Der ist nicht gerade wieder in der Küche, Richtung Auto, blinkend gelaufen, als Stufe 10 war. Oha. Also wenn der ausschaut wie Aragorn, dann renne ich rein. Nee, eher wie ein Urukai mit so einem ewig langen Säbel in der Hand. Ja, nee, das ist abtörend. Also ich mag die Dinge aber nur zum Kämpfen haben. Nicht so zum... ne? Ja, ja. Ich mag Aragorn auch nur, weil die Klamotten sind toll. Stufe 10, Stufe 10, Stufe 10. Oh nee, Daniel! Ich konnte sie auch nicht lassen. Aber ich glaube, Geisterbuch ist mittlerweile beschrieben. Ja, da liegt irgendwas mit Farbe. Also wenn du mitkommst, dann können wir es kurz anschauen. Ich will es nicht anschauen. Aber das ist entweder das ist was anderes, was da unten liegt, aber das müsste das Geisterbuch sein, was da leuchtet. Und wenn es leuchtet, glaube ich, ist es beschrieben. Schau her. Siehst du das? Schaut aus wie beschrieben. Nee, ich glaube, das ist die Voicebox, oder? Nee, die Voicebox hat er doch gar nicht mitgehabt, oder? Nee, das ist nicht zweiseitig. Doch. Da siehst du, das ist... Das, ja, das Buch liegt am Klavier, aber das im Gang, nee, das ist die Voicebox. Aber das liegt gar nicht auf dem Klavier. Es liegt neben... Ah, es liegt unterm Klavier. Da sehen wir es natürlich hier nicht. Da. Aber hat da wieder, müssten wir es. Er hat wieder nicht reingeschrieben. Scheiße. Warum? Aber also, Daniel versucht auch... Aber Daniel hat ein Foto, er hat ein Foto vom Geist, er hat ein Foto vom Geist gemacht. Also, man sieht den Geist zwar nicht, aber... Also, ich mag mal blöd fragen. Warum muss es immer auf den Tod hinausgehen? Also, ich würde jetzt eiskalt einfach fahren, weil der Daniel jetzt wieder mit den scheiß Büchern spielen wird und uns wieder bis zum Ende verarschen. Ich glaube, er liebt das Risiko. Oh, warte mal, ich hoffe mal kurz, ob wir das Wasser hören. Okay, mach das mal. Ich will nochmal den Shade kurz lesen, was genau das ist. Shade ist, aber es muss eigentlich ein Shade sein. Er ist schüchtern, wenn mehrere Menschen zusammen sind. Nee. Ich sehe genau, Alter, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob es ein Shade ist, ne? Ich meine, Shade ist schüchtern und wenn man zusammen ist, werden paranormale Aktivitäten gestoppt. Das hat er ja eigentlich anfangs gemacht. Ja, das hat er voll gemacht sogar. Und sie waren schwerer zu entdecken, stimmt auch. Er war schwerer zu entdecken. Er hat nicht gejagt, wenn wir zusammen waren. Also er hat nie gejagt, also eigentlich ist es schon. Also es ergibt voll Sinn, Shade zu sein. Außer halt, dass die paranormalen Aktivitäten nicht eingestellt wurden. Ja, ich glaube schon, oder? Außer naja, jetzt mit dem er hat Sachen... Obwohl, da bin ich vorgelaufen. Da waren wir nie am selben Fleck zusammen. Ja, da weiß ich... Ja, genau, da weiß ich halt auch nicht... Sobald genau wir im selben Raum zu mehrt waren, hat er es eingestellt. Weil wie hoch ist unsere Sanity so um die Hi, Daniel! Hi, Daniel, wir sehen dich. Wir wissen, dass du da bist.
Daniel, du Sau! Aber siehst du das da hinten? Das ist die Schuhe, er schmeißt die Schuhe rum. Die Schuhe waren vorher woanders. Stimmt, ja. Gilt eigentlich das Buch von Daniel auch als paranormale Aktivität? Nee, das habe ich ja vorhin versucht, also fotografiert in der Schule. Also ich bin für Fahren, ganz ehrlich. Schuhe. Wir haben das Geisterfoto. Ich höre auch kein Wasser. Ja, ich höre auch kein Wasser. Ich kann das Wasser fotografieren. Das Wasser ist auch weg. Und das wäre das Einzige, was noch fehlt. Ja, scheiß drauf, oder? Scheiß drauf, fahren wir. Daniel, eintragen bitte 3. Oder no risk, no fun. Naja, aber was bringt's uns? Wir können no risk, no fun, aber wir wissen ja nicht mal, wo es... Oder wir wissen ja, dass es nicht da ist. Normalerweise müsste schon lange Ding sein. Irgendwo ein Rauschen vom Wasser. Was hörst du über 2 Stöcke? Ja, eigentlich... Das hörst du echt schon. Voll weit. Ja, Daniel, ist gut. Ich glaube, er möchte uns was mitteilen. Habe ich auch irgendwie so das Gefühl. Okay, Daniel, trag mal Shade ein. Wir glauben, es ist ein Shade. Genau, ich mache jetzt 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Delta, Sock, Riding, Ending, Core. Los geht's. Wahrscheinlich wollte uns damit sagen, dass das Wasser irgendwo ist. Ich glaube auch. $50. Ja, verdammt. Das ist wie ein Shade. Hm? Mein Foto ist nichts wert. Wozu mache ich überhaupt die Fotos? Was? $10. Ja. Später sind sie 25, ja. Aber da tötet er dich auch fast instant. Wolltest du uns mit deinem Buch wieder was mitteilen oder wolltest du uns nur wieder ärgern? Nee, ich wollte euch nur meine Anwesenheit preisgeben. Ich weiß, ich bin so froh, dass ich ein Buch gefunden habe. Ich habe irgendwie gehofft. Nee, ich habe. Ich kann nichts sehen. Ich kann auch zum Beispiel die Inhalte von Sachen nicht sehen. Ich kann das Geisterbuch nicht sehen. Das ist komplett schwarz. Nee, aber ich dachte, vielleicht siehst du das Wasser, was einläuft. Kann ich auch nicht sehen. Ich kann fast nichts sehen. Ich sehe auch den Killer, den Geist sehe ich auch nicht, wenn er kommt. Nee, den Geist siehst du, glaube ich, nur, wenn er aktiv ist. Jagt, oder? Genau, wenn er jagt oder halt dann glaub, ich auch nicht. Ich sehe ihn gar nicht. Echt? Nee, ich sehe ihn nicht. Wenn du tot bist, glaube ich, müsstest du den schon sehen, wenn ja, er auf andere losgeht. Also in einem Video habe ich gesehen, dass er da wäre angeblich, aber vielleicht hat es rausgepatcht. Ich weiß nicht, also ich habe es bisher noch nicht gesehen. Aber was ich auch feststellen musste, ist, dass du den Geist erst siehst, wenn er dir nahe ist. Also es ist keine Chance, dass wir ihn durchs Fenster sehen. Weil wenn der Geist nicht irgendwie auf dich zugeht, dann siehst du ihn nicht. Weil der Geist war unsichtbar lange Zeit und ich bin da in der Ecke gesessen. Und dann, als der Geist auf mich zugekommen ist, ich habe dann halt langsam Schritte gehört und dann habe ich Herzklopfen bekommen und dann hat der Geist langsam angefangen, auf mich zuzublinken. Aber auch nur sehr langsam. Aber hey, ich habe ein Foto vom Geist bekommen. Aber ich habe ihn gesehen einmal durchs Fenster. Ja, aber weil er in meiner Nähe war. Genau. Ha. Ich schätze mal, dass das so ist, aber ich weiß es nicht. Ganz weird. Ich meine, es ist schwierig, die blinkenden Geister zu finden. Das Kind hat nicht geblinkt, zum Beispiel. Das bei mir hat Spiel. Es aber mal. Bei mir hat es aber doch, mal geblinkt. Glaub, das war doch, geblinkt. Wo wir. Bei mir nicht, das Kind ist 3 Sekunden lang regungslos in der Tür gestanden und derzeit habe ich es fotografiert. Ich glaube, es kommt auch auf die Situation drauf an, weil das Kind war bei mir auch statisch, als das erste Mal auftauchte, wo ich meinen Herzinfarkt bekommen habe. Und der Geist jetzt war für mich auch mehrere Sekunden auf einem Punkt sichtbar, ohne dass er geflackert hat. Und am Ende hat er auch geflackert. Also es kommt wahrscheinlich auch immer auf die Situation drauf an. Hat es vielleicht was damit zu tun, ob er dich gerade aktiv jagt? Weil manche jagen ja nur ein Opfer. Hat es damit was zu tun, eventuell? Glaub nicht. Ist es vielleicht einfach der Jagdmodus, dass er blinkt? Wie es Licht? Das könnte sein, ja. Weil sozusagen, dass er bei den anderen eine paranormale Aktivität macht, indem er uns sich zeigt und da nicht blinkt? Weil da hat er bei mir fast noch nie geblinkt. Also ich könnte mich nicht wirklich daran erinnern. Wenn er nicht gejagt hat, hat er eigentlich fast nie geblinkt. Immer wenn wir gejagt wurden, hat er geblinkt. Hm. Ja, kann schon sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Einer muss gejagt werden.
Was war der Geist in der Schule? Was war das für einer? Das war eine Benji. Oma, Benji Territory. Nee, das war das eine, was wir jetzt nicht hatten. Wir hatten den Phantom und das andere war ein Benji und dann hat man den Shade jetzt, oder? Jin hatten wir, glaube ich. Benji hatten wir nicht heute. Poltergeist hatten wir einmal. Nee, es war kein Poltergeist. Ja, es war der Benji, weil der war territorial.